Und weiter geht's bei Zelda The Minish Cap. Wir sind dabei, die ganzen Orte abzuklappern, die wir beim letzten Mal durch die Fragmente freigeschaltet haben. Und der erste müsste genau da sein. Also wir haben viele im Wald, viele Truhen. Wir haben aber auch andere... Ich kann jetzt das echt zerstören. Das ist echt cool. Durch die Schwertechnik kann ich die ganzen Felsen zerstören. Und es sind übelst viele von diesen Muscheln drin. What the hell? Ach, das war da drüben, ja, aber da komme ich noch nicht hin. Da komme ich hin. Und da sind ja echt viele von den Dingern drin. Alter. Ich weiß leider immer noch nicht, wofür diese Muscheln gut sind. Das ist immer noch fraglich. Da unten war nichts. Wo war denn das ganze Zeug? Da war ein Haufen. Da war auch noch was, aber da kommen wir nichts machen. Das war bei der Post, da können wir nur das Ding da bestellen. Da war nichts mehr. Da war auch nichts mehr. Im Wald waren, wie gesagt, die drei Schriftrollen-Dinger da, die drei Truhen. Dann haben wir jetzt die beiden da unten. Jo, dann haben wir die drei da unten, okay. Die Steine respawnen ziemlich schnell. Mit die drei da unten. Was war das nochmal für ein Haus da? Was immer das für ein Haus war. Du. So, mit der Rolle sind wir ja relativ schnell von A nach B gekommen. Links und rechts. Wir gehen jetzt erstmal nach links. Stirb. Octorok. Bomben sind gut. Bomben sind sehr gut. Ja, genau hier war der Höhleneingang. Oh, schön, 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 schön. Nice. Es gibt übrigens einen kleinen Trick in Zelda. Wenn man so mit dem Schwert gegen eine Wand sticht, dann macht es dieses Geräusch. Und wenn irgendwo eine versteckte Wand ist, dann macht dieses Geräusch nicht. So kann man testen, ob irgendwo unsichtbare Wände sind, beziehungsweise halt, irgendwo Wände, die man wegsprengen kann. Das habe ich vor kurzem mal in irgendeinem Video gesehen, das war mir auch nicht bewusst. Aber wenn dieses Geräusch nicht ertönt, dann ist da irgendwo was. Das ist ein interessanter Trick. Und kann uns auf jeden Fall auch später nützlich werden. So, dann haben wir da unten jetzt alles abgearbeitet. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach rechts. Moment, respawn die Dinger in der Höhle? Moment, das will ich jetzt überprüfen. Kann eigentlich nicht sein, da hätten wir unendlichen Rubin-Spawn-Punkt. Nee, okay. Ja, es wäre es aber auch gewesen. Was mich jetzt gerade so stört, ist, dass die Dinger auf der Karte nicht weggehen, wenn man da drin alles gemacht hat. Das stört mich so wenig. Weil dadurch weiß ich dann am Ende wahrscheinlich nicht mehr, was ich schon hatte und was nicht. Also so groß ist die Map ja jetzt auch nicht. Aua. So, hier war das war der Baum, oder? Aber da waren wir auch schon. Seht ihr, was ich meine? Das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Gib mir mal meinen Stab da. Dann gehen wir mal da hoch. Oh, da ist Tingel! Und bevor ich mit dir rede, schau mal, ob du ein Fragment vereinen kannst mit mir. Nee, kannst du nicht. Ja, Tingel kennt man, einer der bekanntesten Zelda-Charaktere und auch einer der verrücktesten. Grüne Mütze, grünes Outfit, bist du vielleicht eine Fee? Wie schön, ich will auch eine Fee werden. Ich habe ein Glücksfragment. Du auch, wollen wir Fragmente vereinen? Ja, würde ich gerne, aber wie gesagt, das passt nicht. Unsere Fragmente stimmen nicht überein. Sonst gerne, ich komme auf jeden Fall wieder zu dir. Er hat sogar sein eigenes Spiel bekommen, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber es gibt ein eigenes Spiel nur mit Tingel und das ist wirklich komplett unnötig. Hau ab da. Wir haben viel zu viel von diesen Muscheln. Ich muss unbedingt rausfinden, wofür die notwendig sind, weil ansonsten... Was denke ich da bei der Farm? Jetzt geht's mal unten rechts weiter. Was oben bei der Farm ist, müssen wir auch noch rausfinden. Aber das mache ich jetzt.
spreche ich jetzt? Na, na, na. Na, na, na. Da drüben machen wir bestimmt schon. Okay, da sind wir. Ich bin ganz unten. Es gibt eine da oben, eine in der Mitte und eine rechts. Ach, hier war die geile Musik. So. Hier war der Baum schon zum Klein machen. War da drin noch irgendwas für mich? Es wäre doch praktisch, wenn es Bomben gäbe, die genau dann explodieren, wenn du es willst. Wäre durchaus praktisch, gibt es teilweise sogar in Zelda, aber ich weiß nicht, ob in diesem Zelda. Ja, ich muss durch den Dingens. Dorf vom Minichvolk. Will ich im besten Fall nicht verlaufen. Kann ich mir den eigentlich auch Fragmente vereinen? Irgendwelche finden, mal rausfinden irgendwann. Ich will jetzt nicht jedes Haus absuchen, deswegen, aber wenn wir irgendwo welche stehen oder so, dann müssen wir es mit ausprobieren. Ist ja doch relativ gut gekennzeichnet mit diesen Blasen, die da auftauchen. Ach, das ist jetzt natürlich dämlich. Ja, genau so. Jetzt kurz überlegt, wie ich darüber komme, aber ist natürlich ganz klar durch die Dinger da. So, mach ich mal wieder groß. Das gefällt mir schon besser. Jetzt müsste hier gleich die Truhe sein, tatsächlich. Und da ist ein Glücksfragment drin. Ja gut, die Truhe durch ein Glücksfragment freischalten und darin ein Glücksfragment finden, ist natürlich jetzt nicht die Art Ausbeute, die ich mir erwünscht hatte. Eigentlich sogar mal überhaupt nicht. Aber gut, vielleicht haben wir bei anderen mehr Glück, vielleicht auch ein Herzteil oder so drin. Möglich ist es ja. Noch ein Glücksfragment. Warum schalte ich denn mit den Glücksfragmenten Truhen frei mit Glücksfragmenten? Okay. Das ist doch. Komme ich nicht rein? Komme ich auch noch nicht rein. Okay, die Drohne muss da irgendwo kommen. Ist ja auch schon. Wieder ein Fragment, oder? Wieder ein Fragment. Ah, nee, Quatsch, ein Fragment. Quatsch, um Gottes Willen. Ein großer roter Bienen, 200 Rubine wert. Geil. Jetzt habe ich kurz gedacht, da ist was Rotes. Jetzt kommt wieder ein Fragment, aber war ein Rubin. Okay, den nehme ich natürlich gern an. Den nehme ich gern. So, jetzt die Frage, wie komme ich da rüber? Die andere Seite? Vielleicht über die andere Seite. Wie blöd ist. Das könnte funktionieren. Es funktioniert tatsächlich. Ihr müsst ja dann auch ein Dingens kommen mittlerweile. So, was haben wir hier? Okay, irgendeine Art Schrein. Die Quelle. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Ich brauche Rubine. Viele, viele Rubine. Wirf bitte alle deine Rubine in diesen Brunnen. Okay. Es muss ja auf jeden Fall irgendwas machen. Ich nehme an, man kriegt irgendeinen Preis dafür. Deswegen mache ich es jetzt einfach. Echt? Du weißt schon, dass du dann überhaupt keine Rubine mehr hast. Wirfst du alle deine Rubine hinein? Ja, ich muss. Du gibst ja irgendeinen Preis dafür. Von daher muss ich es machen. Du bist aber lieb, aber ich brauche gar keine Rubine. Weil du so freundlich bist, möchte ich dir bei deinen Abenteuern helfen. Eine große Geldbörse erhalten. Jetzt kannst du mehr Rubine tragen. Das finde ich toll, aber das hilft mir jetzt gerade nicht beim Weiterkommen. Mögest du erfolgreich sein. Also wie gesagt, das ist toll, aber das bringt mir gerade herzlich wenig eigentlich. Weil ich muss eigentlich darunter. Aber anscheinend muss ich dafür noch weiter hoch. Das
Das mit der Geldbörse ist geil. Wie viel Rubine kann ich jetzt tragen? 500? Weil wir hatten schon mal eine Erweiterung, dadurch kann ich dann 300 tragen. Oder 200? Okay, du bist ein Farmarbeiter. Schon mal selbst zu sagen hat. Hi. Ich bestelle jeden Tag das Feld. Und dabei habe ich ein Glücksfragment gefunden. Okay. Ja, dann vereinen wir mal. Und schauen, was passiert. Okay, der Corona, der da den Weg freigeboxt hat. Ich fühle mich so stark. Eisenherz, yeah. Endlich ist sie auf. Ich gehe gleich hinein. Okay. Bei der London fahren, das ist doch gleich hier. Hey, ja, passt perfekt. Du auch? Du bist auch. Aber grün habe ich nicht. Nee, grün habe ich leider nicht, es tut mir leid. Natürlich gerne was mit dir vereinen, aber ich habe gerade überhaupt keine grünen Fragmente mehr. Komme ich auch noch nicht rein. Schon was in dem Haus ist. Nichts. Ja, immer ein 5er Obi. Nee. Ansonsten ist hier echt nichts. Hm. Ja gut, aber wo komme ich denn weiter? Ich gehe jetzt mal um, vielleicht muss ich auch bei dem Büro, aber es kann eigentlich nicht sein, weil die Glücksfragmente waren bisher ja nicht zwingend notwendig. Da oben könnte ich eventuell auch weiter mit so einer Wirbel-Dingens kirschen. Weiterfliegen mit Ezlos Hilfe. Hier haben wir jetzt die Farm. Du siehst aus wie Mario. Ist das ein Mario Easter Egg? Weil ich meine, rote, blaue Overall und rotes T-Shirt und von der Statur her könnte es auch passen. Die Tür ist zu und der Schlüssel weg. Es gibt zwar noch einen Schlüssel, aber der ist im Haus. Ja, das ist natürlich Epic Fail, mein Freund. Ich brauche schon wieder grün, das habe ich nicht. Hi. Ach hey, wir wollen doch in die Stadt London Milch verkaufen. Ich würde euch ihm gern helfen, aber... Ja, wobei, Moment. Da ist ein Eingang. Leute, da ist ein kleiner Eingang. Machen wir uns mal wieder groß. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Schlüssel. Tatsächlich. Schlüssel zur London Farm erhalten. Cool. Noch die Stränke leer räumen, bevor wir die Tür aufschließen. Raus. Eigentlich könnte ich jetzt auch von innen aufschließen, aber okay. Da dieser kleine Umweg. So, hier bitte. Oh, wahrhaftig, der Schlüssel zur Farm. Keine Ahnung, wie du ihn bekommen hast, aber egal, vielen Dank. Bitte sag uns seinen Namen. Link? Aha, ein guter Name. Wenn du zum Hylia-See willst, kannst du gerne unser Haus benutzen. Vielen Dank, Link. Komm bald mal wieder vorbei. Ja, wäre eine Option, da weiterzugehen, aber wie gesagt, ich habe gerade eigentlich noch ein bisschen mehr zu tun. Ich bin irgendwie durch den Gegner gerollt, wie auch immer ich das geschafft habe. Aber da komme ich nicht weiter. Ich wollte eigentlich zu dem Büro, aber da komme ich irgendwie auch noch nicht hin. Ne, da komme ich so auch nicht hin. Muss ich irgendwie die Fesseln da oben wegräumen. Oder halt runterschieben oder so. Also es gibt eigentlich nur den Weg entweder oben rum oder dann halt beim See entlang. Ich bin jetzt mal hier oben rum. Da ist auf jeden Fall eine Höhle. Da ist ein pinkfarbener Tingel. Oh Gott. Jetzt hier oben weiter.
Sela, Wasserfall. Oh. Sind schon wieder neue Orte hier. Waren wir zuvor noch nie. Au. Und der Herzteil. Einfach so. Nehme ich. Dein Herz erhöht sich um 1. Okay, cool. Damit haben wir ein Herz mehr. Sehr schön. Ich wusste nicht, wie viele Dinger wir noch haben. Jetzt bin ich wieder bei der Farm. Aber jetzt kann ich nichts machen. Aber ernsthaft, einfach so ein Herz hergeschenkt? Ich meine, ich nehme es an, aber... ist halt verwunderlich. Wo bringt mich der Weg hin? Ach, einfach nur zurück? Okay. Dann entscheiden mir die Map doch mittlerweile immer mehr frei. Das gefällt mir. Ich würde sagen, dann nutzen wir jetzt auch den Tingel. Da gehen beim Tingel da vorbei. So, ja, alles zerstört. Vielleicht ist irgendwo mal ein Fragment drin. Kann man ja doch immer gebrauchen, die Dinger. Du hast uns vorhin sehr geholfen. Tomalia, sie geht am schnellsten über die hintere Pforte unserer Farm. Okay, mit der Kuh kann ich nichts machen. Ich will irgendwie wegrollen. Irgendwie so aus, könnte man die wegrollen. Da komme ich rein, wenn ich klein bin. Moment mal. Das sieht mich jetzt gerade. So, da komme ich da auch nur noch draußen. Was bringt es mir hier rauszukommen, wenn ich klein bin? Da drüben wäre halt ein Weg. Hier ist ein Baum. Okay. Hier ist eine Höhle. Also es gibt hier gerade echt die verschiedensten Wege. So, erstmal beim Schieben. Und wir finden einen großen grünen Rubin, der ist 50 Rubine wert. Und eine Leiter. Und Tingel. Okay. Ich habe immer noch keine grünen. Es tut mir echt leid, Tingel. Ich würde dir unglaublich gern die Dinger geben zum Verein, aber es geht leider nicht. Noch nicht. So, also es gibt jetzt den einen Weg da, wo ich hin kann, wenn ich klein bin, aber... ausprobieren. Ich glaube, ich probiere es tatsächlich mal aus. Das müsste ja theoretisch gehen, außer der bleibt hier bei den Stufen hängen, aber eigentlich müsste ich darüber kommen. Eigentlich müsste es funktionieren. Funktioniert nicht, okay. Schade. Aber hätte ja klappen können. Gut, dann würde ich sagen, weiter Richtung Ziel. Mittlerweile haben wir ja auch alles abgearbeitet, was ich abarbeiten wollte. Und da oben war nichts mehr außer Tingel. Heiliger See, Laden der Hexe Sirup. Okay, da geht es nach unten, aber da komme ich nicht hin. Was hier oben noch ist. Da kann ich jetzt hochspringen. Vorher schalte ich natürlich noch die Abkürzung frei, ganz klar. Ich könnte jetzt fliegen. Da drüben wäre theoretisch wieder ein Dingens für ein Herzteil. Jetzt will ich wieder klein werden. Mich würde gerade mal interessieren, zuerst mal, wo bringt mich denn das hin? Kann ich damit darüber fliegen? Nee. Ist eine Wand, war ja klar. Da ist auch eine Wand. Kann ich damit irgendwo hinfliegen? Muss man was nützt da? Nicht so weit, oder? Also bis hierhin schaffe ich es niemals. Hm. In die andere Richtung, was würde mir das bringen? Nicht wirklich viel. Ja, mach. Hm. Also anscheinend ist klein werden hier die beste Option. Nicht mal durch das Gras laufen, wenn ich klein bin.
ein Glücksfragment erhalten. Aber ich krieg gerade nur solche. Ich krieg halt echt nur solche. Das gibt's ja gar nicht. Was die Muscheln bringen, ist mir auch noch nicht ganz klar. Boah, da unten ist das Herzteil, aber ich komme da nicht ran. Ich komme da leider nicht ran. Okay, Leute, dann würde ich sagen, haben wir jetzt wirklich alles Optionale gemacht. Es bringt uns hier also nicht weiter. Jo, dann gehen wir einfach weiter. Gehen wir Richtung Hexe. Weit kann es ja nicht mehr sein. Da unten wäre jetzt eine Abkürzung. Aber die können wir nur von der anderen Seite freischalten. Das ist auch nichts mehr. Aber eigentlich muss ich nach unten zur Hexe. Ich komme immer wieder weg vom Ziel. Das ist schon wieder ein Tingel. Und ein grünes Fragment. Haben wir hier ein Haus mit einem seltsamen Hund? Bauer! Okay, mit dem ich aber irgendwie nichts machen kann. Nee, ich kann hier irgendwie nichts machen. Hm. Das ist fragwürdig. Bringt mir auch nichts. Kannst du mir irgendwie helfen? Habe ich ja wieder Grünes. Das passt nicht. Nee, das passt nicht mit denen überein. Ach Gott, wie komme ich denn nur zu der blöden Hexe? Also da komme ich wieder nicht hin. Ich check nicht, wie ich da hinkomme. Er hält mich für schade, aber ich check es einfach nicht. Wenn ich hier durchkommen könnte, wird es ja funktionieren, aber ich komme da ja nicht durch. Von der anderen Seite bringt mir das auch nicht viel. Geht das auf hier ab. Mit dem Wirbelsturm rein. Was bringt mir der Baum? Der Rüke ist und die Kühe sehen wohlgenährt aus. Okay. Ja, die Kühe sehen wohlgenährt aus, das hilft mir halt auch relativ wenig. Das ist echt fragwürdig gerade. Ich nicht check, wie ich weiterkomme. Das ist schon wieder Wirbelsturm. Ich komme hier nirgendwo durch. Ich muss irgendwie in die ganzen Wirbelstürme, aber da. Das geht doch nicht. Ich kann nicht so weit fliegen. Mit dem da drüben, mit dem Wirbelsturm, komme ich nicht mal halb so weit. Ich kann es probieren, aber. Dann komme ich eigentlich nicht mal im Ansatz so weit. Geht der jetzt schon runter. Und hier über die Dinger kann ich nirgendwo fliegen. Das haltet mich für bescheuert, aber ich check's gerade echt nicht. Ach, aber hier kann ich drüber oder was? Vorhin ging das nicht. Ich meine, ihr habt ja gesehen, ich bin ja gerade dagegen geflogen. Okay. Ja gut. Dann haben wir das schon mal geschafft. Oh, das könnte jetzt knapp werden. Das könnte jetzt knapp werden. Das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Aber wir haben es geschafft. Okay. Das beantwortet unsere Frage. Kann ich hier eine Abkürzung schaffen? Ja, kann ich tatsächlich eine Abkürzung schaffen. Okay, das ist schon mal sehr schön. Weil jedes Mal das Fliegen will ich echt nicht machen. Da habe ich absolut KB zu. Jetzt kann ich rüber zu dem Dingens fliegen. Moment.
die Abkürzung ist ja vorhanden. Ich glaube aber mir nicht ganz, wie ich mir das vorstelle. Okay. Bürgermeister Hagers Haus am See. Aha. Okay, Leute, wir sind fast da. Wir haben es irgendwie geschafft. Hat lang gedauert, aber wir haben es irgendwie eher geschafft. Und da ist sogar das Herzteil. Nehme ich natürlich mit. Finden uns noch drei. Drei Stück noch bis zu einem weiteren Herz. Komme ich nicht hoch. Okay, Leute. Was hier in dem Haus ist, das erfahren wir dann im nächsten Part. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.